Geliebte Seele, schön, dass du hierher gefunden hast. In dem heutigen Podcast möchte ich über die Seelenpartnerschaft sprechen. Ist das nun dein echter Seelenpartner oder vielleicht ein falscher? Viele Menschen haben das Gefühl, den Seelenpartner begegnet zu haben. Aber vielleicht haben diese Menschen auch eine Begegnung mit einem falschen Seelenpartner. Denn diese Bekanntschaft ist genauso intensiv wie mit dem echten Seelenpartner. Und diese Begegnungen finden nun statt. Also, es geht darum, um das Gefühl. Das hat Wichtigkeit. Diese intensive Gefühl, was du bei diesen Begegnungen wahrnehmen kannst. Aber im Gegensatz zu dem echten Seelenpartner, der falsche Seelenpartner entzieht dir die Energie. Der entzieht dir die Energie und du fühlst dich schwach. Du fühlst dich schwach und du hast das Gefühl, nicht ganz in deiner Mitte zu sein. Es ist viel, viel Schmerz und Kummer und Leid, was dich begleitet in diese Seelenpartnerschaft, denn auch er ist einer deiner Seelenpartner. Welche Seelenpartner nun du begegnen kannst? Ganz einfach, beides kannst du begegnen, denn beide Seelenpartner spiegeln dir etwas. Aber wenn du dich hier in diesem Bereich auskennst, erkennst du das ganz schnell, welche dir Energie gibt und welche deine Energie für sich anzieht, und dann fühlst du dich schwach. Das ungute Gefühl, was sich in dir ausbreitet, zeigt auf den falschen Seelenpartner. Denn ein guter Seelenpartner will immer nur das Beste für dich. Er schmeichelt deine Seele, liebt dich, ohne Wenn und Aber, und tut alles, damit du dich wohlfühlen kannst. Der falsche Seelenpartner steht nicht zu dir und er fällt auch in deinen Rücken. Dem sind deine Gefühle völlig egal. Er macht dir vielleicht Komplimente, aber er tut nicht, was er sagt. Und er übertrifft auch oft deine schlimmsten Erfahrungen. Und er führt dich in eine Abhängigkeit. Ein guter Seelenpartner, der richtige, echte Seelenpartner, trägt dich in seinem Herzen und er interessiert sich für dich. Der trägt dich auf seinen Händen und er lässt
deine Schönheit in dir selbst erkennen. Erlöse spirituelles Erwachen in dir und er befreit dich von diesem Leid. Er respektiert auch deine Grenzen und das ist dein echter Seelenpartner, denn er liebt dich und er interessiert sich für dich, tut alles zu deinem besten Wohl. Sein Verhalten dir gegenüber ist immer gleich. Er erkennt deine wahre Größe. Und liebt dich so, wie du bist. So, wie du dir noch nie vorstellen konntest oder vorstellen kannst. Wenn du dich auch in eine Seelenpartnerschaft befindest und du bist dir nicht sicher, ist das dein falscher oder dein echter Seelenpartner? Ich unterstütze dich dabei, das herauszufinden. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich als Coach, spirituelle Lehrerin und Hypnosemaster rund um das Thema Liebe und Partnerschaft. Nutze auch den kostenlosen Erstgespräch. Den Kontakt zu mir findest du in der Infobox. Ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Valeria.